Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich werde mit euch heute diese schöne Karte basteln. Das ist eine ganz, eine schnelle Weihnachtskarte und ich hab's halt hier mal in drei verschiedenen Variationen. Ich werde euch mal zeigen, was wir hier brauchen dazu. Und zwar sie mal aufgeschrieben, einmal ein Seidenglanzpapier. Ich habe hier die Maße in Inch. Ich werde es dann auf meinem Blog dann noch in Zentimeter schreiben, aber es ist im Prinzip eine ganz normale A6-Karte, die halt etwas abgestuft ist und wo die Papiere dann etwas kleiner geschnitten worden sind. Also einmal in Seidenglanz, dann brauche ich noch einen kleinen Streifen in Seidenglanz, dann Chili in 5,5 mal 3,3 Viertel und als Grundkarte habe ich Aquamarin genommen und ich schneide sie immer mit 8 mal 4 Inch zu. Dann haben wir die Stempelsets und zwar einmal die Winterzweige. Davon brauchen wir diese Schneeflocken und dann diesen Ast mit diesen Nolden. Und ich habe verwendet das schönste zum Fest des Gastgeberinnen-Set, da habe ich den Stempel eine Portion Weihnachtsfreude mit lieben Grüßen verwendet. Dazu dann noch die Stanzformen Winterrahmen und da habe ich die Schneeflocken verwendet. So, dann brauchen wir nur noch Stempelsets einmal in Aquamarin, einmal in Wildleder und ja, hier noch die Glanzfarbe in Frostweiß. Und noch die Blends in Chili, da könnt ihr aber auch die normalen Stampin' Marker verwenden. Dann habe ich jetzt noch Nachfüllfarbe und Aquapainter und Föhn, aber das sind halt so die Kleinigkeiten, die noch dazu kommen. Gut, dann beginnen wir mal. Ich habe hier mein Seitenglanzpapier, das verwende ich deswegen sehr gerne, weil wenn ich jetzt mit Aquarelltechnik arbeite, dann das saugt das Wasser so schön auf. So, dann haben wir mal das Stempelkissen in Aquamarin. Entweder ihr drückt da drauf und nehmt euch die Farbe runter oder, jetzt habe ich da nicht genug gedrückt, sondern verwende einfach ein bisschen Nachfüllfarbe. So, dann ein bisschen Wasser dazu und auch das werde ich jetzt ein bisschen besprühen. So, mit dem Aquapainter nehme ich die Farbe auf und werde es jetzt das so verstreichen. Ganz wild. Ohne viel darüber nachzudenken. Und ich gehe dann noch einmal mit dem Sprayer dann hinein und lasse es dann ein bisschen so verrinnen. So, und trocknen. Am besten funktioniert es mit dem Föhn, mit dem Heißluftföhn. Ich habe das aber jetzt auch schon mal vorbereitet. Ich gebe das mal nur zur Seite. Und das ist natürlich jetzt schon trocken. So, nächster Schritt. Ich brauche diese wunderschönen Schneeflocken. Die stempeln wir jetzt ab. Ich habe es halt auf dem oberen Bereich gemacht, gestempelt. Ihr könnt auch die ganze Karte bestempeln, so wie es euch gefällt. Da gebe ich jetzt nochmal was her. So. Und dann stempel ich diese Zweiglein. Das mache ich jetzt zweimal. Seht schon, das ist eine ganz schnelle Karte, kann man wirklich gut mehrere auf einmal machen. So, dann mache ich einmal hier dieses Zweiglein hier. Und zwar verwende ich dazu Wildleder und das andere mache ich hier, wenn das jetzt nicht hundertprozentig da genau ist, das macht gar nichts, es kommt dann eh noch eine Schleife, also eine Masche drüber. Und wir können ja auch ein bisschen schummeln. Ich mache da einfach den Zweig da weiter. Passt schon perfekt.
So, der nächste Schritt. Ich nehme da die Aquapinta, den hellen in Chili und mal das hier mal aus. So, jetzt mache ich ein paar nur. Dann könnt ihr auch mit dem dunkleren Chili ein bisschen Tiefe hineinbekommen. Und zwar braucht ihr jetzt nur hier einfach den Rand da ein bisschen dunkler machen. Dann habt ihr gleich ein bisschen eine Tiefe drinnen. Dann kommt zum Einsatz Frost White, die Glanzfarbe. Unbedingt vorher schütteln. Und ihr braucht dazu irgendeinen dünnen Pinsel. Ich gebe mir da ein bisschen was hinein in den Deckel. Von da nehme ich die Farbe aus. Und ich, muss ich meine Karte, mache jetzt einfach, gebe jetzt ein bisschen Schnee drüber. Und zwar braucht ihr da nur einfach ein bisschen Farbe drauf geben, Glanzfarbe drauf geben und hier oben da drüber streichen. Es ist jetzt nicht ganz weiß, sondern es wird ein bisschen so silbrig auch. Wenn ihr das wirklich mehr haben wollt, das ist weiß, entweder ein bisschen dicker die Farbe aufnehmen oder ihr geht dann einfach da nochmal drüber. Und bitte gut trocknen lassen. So, das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Jetzt kommt dann noch der Stempel und habe ich da diese Stempel, eine Portion Weihnachtsfreude mit lieben Grüßen. Da stempel ich auch wieder ein Aquamarin ab. So, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für euch, wenn ihr zum Beispiel das nicht haben wollt, dass diese Tolden jetzt rot sind, sondern so wie ich es hier gemacht habe. Ich habe sie nur mit dieser Glanzfarbe, auch das schaut total hübsch aus, koloriert. Wie gesagt, einfach nur mit der Glanzfarbe drüber gehen. Das kann ruhig ein bisschen dicker sein, das halt ordentlich dann trocknen lassen. Ja, dass ihr dann wirklich so schön drüber geht. Eventuell vielleicht noch ein zweites Mal, wenn es trocken ist. Und dann habt ihr auch diesen wunderbaren Effekt, weil das schaut auch total nett aus, wenn das nur in weiß ist oder in Schimmer ins. Ja, so diesen Unterschied seht ihr jetzt. Gut. Ich nehme das mal zur Seite, nehme die fertige Karte dann schon an. Gestempelt haben wir schon, jetzt brauchen wir es einfach nur noch verzieren. Ich habe da jetzt einmal genommen ein Leinenband, das wirklich mit zweimal drüber. Und mache eine Masche. Dum, dum. So. Noch zurecht schneiden. Und dann habe ich ausgestanzt. Jetzt seht ihr das jetzt noch. Ich habe auch das jetzt angemalt mit dem Aquapinta und den in der Farbe in Aquamarin und die zwei Schneeflocken ausgestanzt. Die kommen bei mir jetzt da noch her. Ich verwende dazu die Gludots oder Mini-Klebepunkte. Einmal, zweimal. Und damit man sie jetzt nicht so
stark sieht, diese Mini-Klebepunkte, gebe ich dann noch eine Perle drauf oder einen Rhinestone, was ihr halt lieber habt. So. Ihr könnt dann natürlich auch noch, machen wir das hier mal, ein paar andere Perlen noch dazugeben, beziehungsweise Rhinestones. So, ich mache das gerne auf jeden Fall ungerade. Das heißt, ich brauche jetzt dann noch zwei. Die Aufhebhilfe wäre jetzt gut, aber die habe ich jetzt gerade nicht bei der Hand. Ich habe hier bei dieser Karte, vielleicht seht ihr das ganz gut, oder bei der sieht man es ganz gut, da habe ich jetzt noch ein bisschen den Schimmerglanz, diesen Frost White noch drüber gegeben, also über diese Schneeflocke. Ja, seht ihr da den Unterschied? Und das könnt ihr dann einfach nur das dann hier einfach dann noch ein bisschen verstreichen, so dass ihr ein bisschen einen Schimmer habt. Natürlich funktioniert auch gut der Wink of Stella, schaut auch total nett aus. Ein bisschen so einen Glanz dazu noch geben. So, eigentlich ist die Karte schon fertig. Wir brauchen sie jetzt dann nur mehr bekleben auf den Cardstock in Chili und dann in Aquamarin. Das mache ich jetzt nicht, das wisst ihr, wie das funktioniert. Und ich habe jetzt da hier den Unterschied. Hier habe ich den Hintergrund noch mit diesen Schneeflocken gemacht. Hier habe ich es gar nicht gemacht, schaut auch total nett aus. Hier habe ich zum Unterschied das jetzt eben nur mit dem Frost White koloriert. Und da habe ich jetzt das nochmal in Gewerk gemacht. Ja. Also es gibt wirklich tolle Unterschiede. Jede Karte schaut anders aus. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr macht es auf jeden Fall nach. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.